ne, gibt es auch in großen Organisationen oft Streit wegen diesen, ja, wegen Vaseline, wegen, ja, verlaufenden Öl oder Öl, das vorher aufgetragen wurde. Deswegen auch, ja, setzt die Organisation darauf, das Ganze zu professionalisieren. Und es sind nicht nur Leute, die gerade das Hemd angezogen bekommen haben, sondern wirklich auch die Cutmans sind professionell geschultes Personal. Der Kampf beginnt. Ne? Der Hamburger mit den roten, mit den blauen Markierungen und ja, das Gorilla Gym mit dem wunderbaren Gorilla-Gesicht auf der Hose. Eine sehr schöne Leichtigkeit für den Düsseldorfer. Das ist, wir haben das wunderbare Ring angesprochen. Ein Armdrag, oh, zum Backpack. Theoretisch darf geslammt werden, nur nicht auf Nacken und Kopf, aber die Postura des Düsseldorfers ist schon so stark gebrochen, dass ein Slam kaum möglich ist. Da, hämmert da rein. Das ist jetzt nicht nur sehr kreativ, auch wirklich wunderbar aggressiv, aber Ground and Pound ist immer ein Nachteil. Es gefährdet die Position und hätte er wahrscheinlich den Bürger nur gemacht. Ja, er will jetzt den Gegner runterziehen, aber dazu muss er das Bein vorher blockieren. Oh, wunderbar. Oh, und auch gleich passiert in eine dominante Position. Wieder eine Side Control. Ja, also das Gorilla Gym zeigt sich durch wunderbares Wrestling aus. Definitiv, ne? Ja. Aber wer halt auch vom Mehmet Yüksel den Handschlag vom Kampf kriegt, ist auch gutes Takedown-Game zu erwarten. Jetzt auch eine sehr unangenehme Position. Ja, Nord-Süd oder in diesem Fall wird es auch manchmal gerne als 69 beschrieben. Benutze ich ungern, aber in dieser Position ist es gerade doch eine sehr beschreibende. Aber ja, ja jetzt. Und wer auch mit Mehmet Yüksel trainiert, weiß, der wunderbare Kimura ist immer da. Sowohl jetzt auf beiden Seiten. Man sieht halt auch die nahe Seite, die jetzt zur Kamera zeigt, kann auch wunderbar angegriffen und isoliert werden. Jetzt. Es wird jetzt nicht nur mit Arm isoliert, auch mit Schienbein. Ist wieder auch eine zweischneidige Sache. Man hat mit dem Schienbein nicht so eine gute Kontrolle. Ja, mal sehen. Für kurze Zeit hat man die Kontrolle. Und so kannst du mit den Fäusten wieder reinarbeiten. Und da. Nutzt den Cage, um sich einmal zu drehen. Aber ja, oft aus Angst vor der Mount-Position geben Leute den Rücken. Und ja, jetzt sollte einfach mit Ground and Pound gehagelt werden. Es ist halt einfach so. Willst du lieber Ground and Pound abbekommen oder dass jemand dir auf dem Rücken sitzt? Mhm. Ne? Es ist halt immer die Frage. Das war jetzt meiner Meinung nach aus dem MMA-Szenario dafür sucht er den Kimura. Unnütz, außer du bist halt, du hast das Kimura-Game. Ja, Timon muss, Sven muss jetzt wirklich verteidigen. Er muss die Hände gelöst kriegen. Aber die Bodenerfahrung scheint leider nicht da zu sein, muss man wirklich sagen. Oh, das hätte er nicht aufgeben sollen. Das hatte wird eigentlich einen ziemlich guten letzten 10 Sekunden. Also... Da wird es wahrscheinlich noch mit dem Trainer Rücksprachen geben, warum manche Positionen aufgegeben wurden. Also ja, wieder Gorilla Gym. Sehr geiles Bodengame, was sie hier machen. Also das Takedown-Game war sehr gut. Das Bodengame stellt lässt für den Amateurbereich. Für den Amateur, ne? Also der Amateur hätte auch nicht in der Mount bleiben können und einfach schlagen können. Das hätte meiner Meinung nach dann wirklich rein und kommuniziert werden sollen. Dann hätte er die Runde, wenn ich so einen Kampf wirklich jetzt schon vorzeitig gewinnen können. Ja, Sven im Start hat sich sehr schön bewegt, muss man sagen. Also schöne seitliche Bewegung. Und das ist das Wunderbare an 3-Minuten-Runden für Striker. Der Kampf beginnt gleich nochmal neu und er wird halt die Chance sehen. Käfig ist geschlossen. Und Runde 2. Und dann wieder gleich. Aggressiver gleich Schwinger. Den Clinch. Aber ja, beide sind in einem sogenannten 50-50 Clinch. Jetzt wird die Position ein bisschen aufgebrochen. Oh, aber sehr schön von Sven. Richtig. Er hat den Break genutzt, um ein
Powerschlag reinzubringen. Generell, je mehr Weg man hat, desto kraftvoller sind die Sachen. Denn wenn ich 5 Meter Beschleunigung habe, um vor die Wand zu fahren, ist es immer auch deutlich mehr Impact, als wenn ich 100 Meter habe, um vor die Wand zu fahren. Und so ist auch bei Schlägen. Wenn ich den Gegner greife, hat er nicht genug Platz und Energie, um Wirkung zu haben. Das war jetzt eine sehr gefährliche Aktion von Timon, die zum Glück von Sven nicht vergolten wurde. Aber jetzt hat Sven den sehr klinke. Also wir müssen sagen, bei Amateurkämpfer haben beide etwas, was der Fight IQ ist. Jetzt ist Sven Timon für die Beine gedived. Jetzt hat Sven eine wunderbare Halbkruzifix-Position und ja, er hat gedived. Aber ja, Thema wieder mit Yüksel in der Ecke und der Kimura. Aber es ist generell, Kimura ist eine der erfolgversprechenden Submissions. Ist es auch. Ob Kimura Reverse, ist egal, von wo du ihn nimmst, wenn er drin ist. Und es ist sehr, sehr schwierig. Aber Sven hat, kann man wirklich sagen, die erste Runde war noch deutlich mehr auf Timons Seite. So zeigt jetzt Sven sein Können, seine Kreativität und auch, wie wir eben angesprochen haben, sein Ring-IQ. Es ist, sie machen jetzt nicht Swing Basics Sachen, aber sie sehen Situationen und nutzen sie aus einer MMA-Perspektive. Ne? Auch hier ein bisschen das Schlagen im Clinch gefällt mir persönlich sehr schön. Zeigt Aktivität, aber ja, jetzt muss aus dem Körper gerungen werden. Ne? Die Griffe dürfen nicht so locker angesetzt werden. Jetzt muss wirklich Physis gemacht werden auf der letzten Minute. Ja, jetzt Timon arbeitet mit seinem Griff um seinen Körper. Ne? Damit, ja, wie man sagen, squeezed und macht er wirklich Druck. Und sie müssen jetzt beide lernen, dass sie nicht voreinander stehen können. Im Boxen kann man nicht voneinander stehen, auch nicht im Ring. Es muss jetzt ein Winkel aufgebaut werden. Ja, ne? Oder, aber auch von Sven die Idee, mit dem Drücken Head gegen Control. Das Gesicht. Versucht, ne? Da wieder rauszudrücken. Wieder Energie aufzubauen. Oh, das war ein schöner Versuch, aber es gibt einen Grund, warum man wenig diese Judo-Würfe sieht, weil halt das Risiko besteht, reverse zu werden. Aber für einen Kämpfer wie Timon, der halt auch aggressiv mit den Kimura angreifen kann, wie jetzt, gerade auch meinem Kämpfer, der auch wirklich damit zu kämpfen hat, die Submission zu verteidigen. Aber jetzt sind wir wieder bei der 3-Minuten-Regel. Hätte Timon mehr Zeit gehabt, sähe das Ganze sehr anders aus. Aber meiner Meinung nach etwas, was jeder junge Kämpfer lernen muss, den Kampf auf den Boden bringen und dort auch beenden. Ne? Es ist der Rausch. Natürlich, ja. Wir können es als Fluch oder Segen sehen, aber auch einfach als Herausforderung. Das ist die Rundlänge. Und wunderbar, wir beginnen die dritte Runde dieses wirklich sehr aufregenden Amateurkampfes. Es ist ein Hin und Her. Jetzt auf meiner wunderbaren imaginären Scorecard, die nicht zählt, ist es für mich eine ausgeglichene Runde. Die erste Runde war auf Timons Seite, die zweite auf Sven. Und jetzt hoffen wir mal, dass die Anweisungen der Coaches jetzt einen Unterschied geben. Ne? Oh. Wie gesagt, Sven, bewegt dich für 90 Kilo Mann. Wollte ich gerade sagen. Wunderbar. 90 Kilo Jungs und die bewegen sich aber wirklich. Oh, reingeschootet, sehr gut gesehen. Aber das muss ich sagen, halt ohne wirklich, wie sagt man so schön, den Penetrationsstep, dass man mit Hüften da rangeht, ist immer ein bisschen Gamble, hat man gesehen. Es war ein bisschen Chaos. Aber er hat jetzt die Situation in der Ringecke wieder. Die Halfguard wird nicht geschlossen. Ne? Timon könnte jetzt passieren. Und wenn er es sogar hört, in der Ringecke direkt neben mir.
Aber ja, oh, man sieht, die Beine sind offen, er hätte rauskommen müssen. Das darf der Gegner ja, sich wegzudrücken vom Käfig. Also die Sache ist, um da nochmal Klarheit zu machen vom Reglement, auch diese Sachen mit den Zehen, sollten... wird auch jetzt hier gemacht. Das hat jetzt gerade nichts damit zu tun, dass wir das den Gegner, dass dem Kämpfer nicht gegönnt wird. Man darf sich an dem Käfig mit flacher Hand und flachem Fuß abstützen, nur wenn reingegriffen wird, nicht nur um Takedown zu verhindern. Das Risiko ist einfach da, nach fest kommt ab und manchmal passiert es auch ohne Absicht. Ne? Ne? Also darauf wird man ja hingewiesen und dann sollte man das auch sein lassen. Wie war bei dem letzten Kampf, wo wir die Disqualifikation hatten. Ne? Also oh, ja, also es ist die klassische, wer es kennt, der Sakuraba Kimura gegen einen klassischen Angriff aus den Rücken, wie es Ringer machen, wie jetzt verteidigt wie ein Jiu-Jitsu oder Catch-Wrestler. Ne? Die Guard ist zu offen. Also man sieht... Immer wieder offen. Ne? Ne? Also und das erlaubt jetzt oh, auch schön, Sven, da wurde angeklingelt. Die Treffer zu setzen. Und ja, das ist der typische... Der kann das hier noch drehen. Also... So wendet sich das Blatt jetzt. Ein toller Kampf. Also das Niveau, was sie liefern, das Kämpferherz. Es sind junge Kämpfer am Anfang ihrer Karriere. Sie sind in tolle Zeit wieder im Gang. Oh, hart mit dem Kampf. Aber wie... Also, die Kämpfer stehen gerade direkt hier vor. Man sieht uns beide. Die Intensität, die Kraft ist gerade etwas Wunderbares. Und ja, ich freue mich, diesen Kampf ja, kommentieren zu dürfen. Und ich bin ein wunderbarer Freund davon und sehr gespannt, wie dieser Kampf jetzt ausgehen wird. Denn Ende Runde 3. Sehr gut gearbeitet. Rote Ecke hat da noch was holen können. Also hat den Simon kurz angeklingelt. Mal gucken, ob das reicht. Also ich muss mich sagen, ich bin... Also wir sind ja erfahrene Kämpfer und selber auch Trainer, oder? Dass wir natürlich mit einer gewissen Strenge reingehen in das Kommentar, ist etwas, was uns hoffentlich verziehen wird. Immer maximal Respekt vor den Kämpfern. Also es war für mich eine Ehre, diesen Kampf zwischen zwei erfahrenen Jungen und vor allem, es waren für mich Kämpfer. Ne? Sie haben nicht nur Herz gezeigt, sondern auch Können. Und dieses, ja, beide Kämpfer haben eine hervorragende Zukunft vor sich. Ne? Und ja, Timon ist mein Gewicht und als Trainingspartner werde ich ihn garantiert nochmal aufsuchen. Macht das auf jeden Fall. Ja, der Ringarzt, hier auch der nette Herr mit den weißen Handschuhen und ja, den Kühlpads, auch Mediziner seiner Seite, hier auch alles ganz professionell, Rettungswege sind eingelaufen, Tragen sind da, also die Kämpfer, die Sicherheit unserer Kämpfer steht da hier im Vordergrund und ne, die Aktionen, die sie gemacht haben, sind gefährlich und es sind beides gefährliche Jungs, muss man mal ganz ehrlich sagen. Nicht nur schwer, sondern gefährlich. Ja, und auch, wie sie sich bewegt haben. Also die beide Bewegung sehr locker, auch Arme unten. Da hat mich ein bisschen an Taekwondo erinnert, seine Stellung vom Gorilla Gym. Ja, also wenn die Ressourcen das nächste Mal da sind, können wir ja auch mal das Behind the Scenes machen. Ich glaube, wir sind beide. Also, verdient. Verdient. Finde ich auch. Verdient. Finde ich auch. Also... Am Ende hat er sich noch auf jeden Fall definitiv was geholt. Er hat zwei richtig geile Treffer hat er gesetzt. Im Clinch. Auch wo blaue Ecke definitiv angeklingelt worden ist. Schön gemacht.